Hi, willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2 Remastered, um genau zu sein. Letztes Mal ging ziemlich ab. Wir haben Jesse gefunden, aber kein Tommy und keine Abby. Und jetzt sind wir in einer Rückblende von Abby wieder. Abby, sage ich schon. Ellie. Zwei Jahre ist das her. Ich habe das Gefühl, dass der mir Dina ausweicht. Cat meint, sie ist nur eifersüchtig darauf, dass ich eine gute Zeit habe. Ich lade Dina dauernd ein, mitzukommen, aber sie sagt immer, dass sie keine Zeit hat. Auf steinigen, nachts auf einer Felszunge, verfolgst du die Sternbilder. Ich verfolge die Linien auf deiner, ich verfolge die Tinte auf deiner Haut. Sie verbirgt die. Hier draußen riecht es nach nassem Laub und Feuerholz. So, folgen wir mal Tommy. Sind anscheinend mit ihnen auf Patrouille. Da sind Versprengte. Okay. Wie viele? Eine Handvoll. Nicht schlecht. Willst du es probieren? Okay. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Hat sie nicht selber eins auf dem Rücken? Das hat kein Jagdvisier, ne? Das ist ein normales Gewehr, was sie hat. Okay, probieren wir Das mal. Schulter, das Rote, versuche es zu treffen, Das um Rote? sie aus ihren Löchern zu locken. Okay, zack. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Ach so. Okay. Sehr gut. Hoppala, das war zu voreilig. Geräusche locken. Auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Okay. Muss anscheinend, weil das weit weg ist, ein bisschen höher schießen. Na bitte. Zum Glück habe ich unendlich Munition. Halt mal still. Erwischt. Ich mag das Teil. Das waren alle. Okay. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Ja? Okay. Zeig mal her. Na, kommen welche raus? Okay, dann nicht. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht. Ach, ich weiß es auch nicht. Er wollte schlau Sieh machen. dir den Schuppen an. Sieht Ja. aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja. Totes Tier. Sieh hoch, da. Sie fressen sich an den. Sie haben wohl Hunger. Okay, langsam komme ich dahinter. Oh, von wegen. Das Feuer waren wohl drei Glückstreffer, aber den treffe ich Du nicht. kriegst das raus. Ja, der bewegt sich. Ey, das war ein Treffer! Da sitzt doch einer, der frisst. Sieht gut aus. Da sind Naja. bestimmt welche. Vier habe ich gut erwischt, den einen, der. Da habe ich ein paar mehr Schüsse Ist da was gebraucht. beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du es? Da hinten oder wo? Ja, da sind auch welche. Oh, das ist richtig weit weg. Der Herbst liegt in der Luft. Das kann, glaube ich, ein bisschen Der dauern, Duft bis ich von die hier trockenem habe. Laub. Moment, ich schieß mal dahin. Hat gedauert, bis ich den Bogen. Zum Glück muss ich die nur ansatzweise treffen und keine Kopftreffer oder sonst was machen. Ich kann das irgendwie null Was bist du einschätzen, denn? ne? Wunder. Ja,
Oder schlecht einschätzen, weil ich mache nur ein bisschen nach unten und der geht dann rapide weiter. Da hinten ist noch einer. Und vor allem bewegliches Ziel, da komme ich gar nicht klar. So, war das alle? Ich sehe keine mehr. Gut. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Ja. Ach so, er will mit mir Her reden. damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Okay. So, was ist der Unterschied zu dem, was sie hat? Ah, ich kann nicht zielen jetzt gerade. Ich soll eigentlich nichts sagen, Ist ein normales aber Joel Gewehr, macht kein sich unmöglich. Scharfschützengewehr. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Ellie ist ein bockiger Teenager, schwieriges Alter. Ganz ruhig, Freunde. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und wie war's? Ja, war ganz gut. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du. Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Diese Begeisterung. Ja, es wird Zeit. Hä? Willst du noch was? Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Hätte ja keine Lust. So wie es scheint. Aber hier können wir uns noch ein bisschen umsehen. Ach, das ist so ein Patrouillenbuch, ne? Ja. Warum meldet ihr euch immer freiwillig für diese Patrouille? Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Okay. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Magie. Okay, das ist einfach so ein Patrouillenbuch, was wir schon mal gelesen haben. Und vielleicht gibt es hier noch was. Ist der Posten plötzlich interessant? Ja. Ich will nur genau. sicher gehen, dass ich alles habe. Richtig, hier sind Materialien. Kann ich denn herstellen? Ah, okay. Ah, ich habe keine Putzlappen. Vielleicht brauchst du keine Sachen. Klingt okay, finde ich. Ja, ey, lass mich noch mal in Ruhe hier gucken. Mach nicht die ganze Zeit so einen Stress. So. Ja, den Alkohol konnte ich nicht mitnehmen. Dann denke ich, haben wir's. Hier vielleicht noch was? Ja. Alter Mann! Ich komme schon, keine Angst. Okay, gehen wir. Okay, komm So, wer ist Schimmer? Das ist Schimmer. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, naja. Und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen.
Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Ja, immerhin reden sie jetzt ein bisschen miteinander. Hat Tommy sein Ziel erreicht? Ja, klingt gut. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Tut er schon. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Okay. Haben wir in den Sheriff-Auto vielleicht was? Ein Bohrcomputer, okay. Von Weitem sah es ein bisschen so aus wie so eine Schraubenkiste. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Na, sie kriegt das alleine hin, Joel. Sie ist ein großes Mädchen. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Ja, was ist das da? Oh, eine Karte. Toll. Verdammt! Könnte man sonst drüber schwimmen? Okay, und was jetzt? Ja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Vielleicht ist noch ein Zimmer frei und wir können über Nacht bleiben. Ach, verdammt. Geschlossene Gesellschaft. Das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Sieht ziemlich eng aus. Joel, nicht fallen lassen. Yep. Während ich da drunter bin. Ich bin durch. Moment. Okay. So, jetzt muss ich ihn irgendwie reinlassen. Das heißt, ich muss die Tür finden. Kann ich Sachen herstellen? Jo. Siehst du was? Ich suche. Noch sehe ich nicht sonderlich viel, weil es dunkel ist. Hä? Warum komme ich da nicht durch? Kannst du den wegschieben? Anscheinend nicht. Ah, hier ist die Tür. Na, hallo. Howdy. Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Gern geschehen. Man kann sie nicht reich machen. Er sucht immer was zu meckern. Ein Lob aus Joels Mund ist eine Rarität. Ich finde das hier gruselig. Achso, jetzt... Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Ah!
angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Okay, dann gehen wir das mal klug an. Klug ist mein zweiter Vorname. Ich muss mich verdammt zusammenreißen, dass ich mich gerade nicht kaputt lache. Bist du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Vielleicht was? Naja, Sporen sind schon mal ein schlechtes Zeichen, ne? Wo Sporen sind, können auch Infizierte sein. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst, um ehrlich zu sein. Da war ich, glaube ich, schon drin. Wenn ich wüsste, wo Joel gegangen ist. Wurde wohl von einer Weile erschossen. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Ist bestimmt nur herumgeirrt. Ja, das sieht nach Klicker aus. Und Klicker dauert ja ein bisschen, bis die in das Stadion kommen. Da war ich schon drin, ne? Ja. Aber hier war ich, glaube ich, auch drin, oder? Auf jeden Fall liegt hier nichts. Joe, wo bist du schon wieder hingelaufen? Joel? Oh, da liegt was. Holzbrett nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Zum Hauen. Joel, wo bist du? Ah, hier war ich aber noch nicht. Ah, schade, ich habe keine Lappen. Joel! Alter Mann, wo bist du? Oh, hier war ich auch nicht. Ah, wo ist er jetzt hin? Joe, wo bist du verdammt nochmal? Wo ist er hingelaufen? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Okay, gehen wir jetzt nochmal Stück für Stück ab, weil ich habe hier komplett den Überblick verloren. 108, 107. Zimmer haben zum Glück Namen. Da ist was. Ah, da steht er auch. Hier lang. Ellie, komm. Ja, sofort. Oh. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Jo, okay. Ah!
Okay, den Klicker macht Joel kalt. Das ist schon mal gut. Ist, glaube ich, nicht der letzte gewesen. Leise. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Klicker. Da hinten sind noch zwei unterwegs. Einer davon ist Klicker. Das ist der Klicker. Und was bewegt sich da hinten? Das sieht nach Runner aus. Wieder weggegangen, okay. Der Runner kommt dahin. Er dreht sich wieder um. Ja genau, komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin. Braver Klicker. Komm, 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 komm. Das waren sie, glaube ich, alle. Joe, ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Wir tauschen mal. Baseballschläger ist besser als... Du auch. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Ja, mach auf! Aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Ziemlich eng. Fucking Bloater. Der Mollo war so schlecht. Wo ist er hin? Hallo? Wo ist er? Ich such mal noch weiter. Ah! Weg!
Hör auf, mit deinem Zeug zu schmeißen. Okay, gleich ist mein Gewehr alle. Ich habe mich schon tot gesehen. Aber es ist anscheinend geskriptet. Mein Gewehr ist auch alle. Los. Ja, shit. Das war zu knapp. Ja. Ja. Aber wir haben es geschafft. Ich habe schon den Game Over Screen gesehen, als er mich gepackt hat. Alles klar? Außer, dass ich echt alt bin? Wem sieht das ein? Ich muss auf Stundenschlaf nicht heilen können. Ich will hier raus. Was machst du da? Den Weg frei. Was, wenn A2 Bloater lauer? Das wird schon. Wenn A2 Bloater lauert, ist wieso alles vorbei. Und meine Munition ist dürftig. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Wir sind zusammen, oder? Mal so, mal so. Wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein. Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Joel, Ellie hat etwas andere Interessen. Okay, hier in den Badräumen scheint nichts zu sein. Da ist Sackgasse, dann gehen wir hier lang. Okay, macht auf. Kannst du dich da durchzwingen? Klar kann ich das. Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Herrlich! Danke. Ja. Hey, Joel. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir
für Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Ja, seine Lüge fliegt langsam auf. Ellie weiß es, glaube ich, auch schon. So, bloß ihr fehlt noch der wirkliche Beweis. Sie schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammelt Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Okay. Wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Ja, wir haben ein neues Ziel. Der Dina Fall ist nicht mehr ganz so überzeugt von dem, was Ellie vorhat. Wo Abby ist.
weil Ellie auch jeden Vorwand nutzt, um zu argumentieren, dass sie Tommy retten will. Aber sie ist aus ganz anderen Sachen aus. Aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.